Jo Leute, was geht ab? Hier ist Alkan. Heute spielen wir Golfit gegen MBK und André. Golfit! Die Map ist wunderschön. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Darum schaut das Video bis zum Schluss. Lasst ein Like da, checkt die Jungs ab und viel Spaß beim Video. Okay, wir gehen rein. Das ist so ein Park. So ein kleiner Minigolfpark. Und ich hab. Digga, ich hab nicht den Hut drauf gemacht. Warum hab ich einen Cowboy-Hut, Lo? Digga. Du bist aus dem Wilden Westen. Ja, Kuss, Kalle. Digga. Ich wollte einfach nur an dir vorbei, aber geht nicht. Ich bin als Erster drin, ich habe gewonnen. Ich bin als Zweiter drin, ich habe auch gewonnen. Jungs, ich Kalle, du hast drei Schläge gebraucht, du hast gar nicht gewonnen. Mir kann er auch. Mir kann er drei Schläge gebraucht, du hast auch nicht gewonnen. Ist so. Guck mal, drei Strokes, weil besser drei als vier. True? Ja, das stimmt, Mann. Ich brauche aber jetzt nur... Hä, wieso hat Kalle da angefangen? Ich wurde hops genommen. Das ist auch nicht. Oh mein Gott. Oh, Kalle, André und seinen Gedanken. Ich hab einen Kreis gehauen, der Idiot. Ich hab Kreis gehauen, der Idiot. Oh, ah! Oh mein Gott, Digga. See you. Oh, seid ihr schlecht, ihr seid ein 3 drin. Ich bin auch ein 3 drin. Okay, du bist auch ein 3 drin, aber alles gut. Man. Oh mein Gott, man kann abkürzen. Oh mein Gott. Ja, würde ich nicht sagen, was man abkürzen kann. Aber ich schaff das nicht. Ich würde es probieren, wenn ich du wäre. Ich hab's probiert. Ich bin schlecht, es ging nicht. Aber es sah so aus, als wäre es möglich. Also mit dem richtigen Winkel vielleicht. Mein Fahrrad. Und? Mein Kopf ist ein bisschen Matsche, wieso, ne? Warum ist dein Kopf Matsche? Immer. Weil ich gerade viel Fortnite gespielt habe. Fühl ich. Leute, Fortnite, geiles Game, aber auf Dauer Battle Royale anstrengend. Ich schwöre. Ja, No-Build geht. No-Build ist... No-Build ist auch seit Jahren das Beste, was Fortnite reingebracht hat. Ja. Das ist keine Übertreibung. Wo müssen wir hin? Ganz cringe Phase. Ah, da vorne. Warum startet ihr woanders hier, Noobs? Was ist der Profi-Weg, den wir nehmen? Vergiss, was ich gesagt habe. Das ist ziemlich von der Aussage. Ich bin kein Profi. Das ist der Golfit-King-Weg. Ist so. Ich brauch zwar 12 Schläge cringe, oder so. Cringe, wenn nicht in 3 reingeht. Sag ich so, wie es ist, Digga. Cringe, wer in 6 reingeht. Ich gehe bei 5 rein. Ah ja, pass auf. Ich bin gespannt. Und? Zeig mal jetzt her. Oh. Clean, Mann. Hä? 7 eher, oder? Ich heule. Mein Gott. Diese. Alle, Digga. Ich hab den Winkel doch angepasst. Den 7. Der Golfit Profi. Aber hey, er hat gesagt, wenn 7 reingeht, darum wollte ich nicht in 7 rein. Also, es ist doch. Heißt Kalle echt Winkler mit nacheinander? Digga, stell dir vor. Nee, warte mal. Wer clean? Wer clean wie Klinsmann? Boah, Kalle Klinsmann. Ich kann dieses Klinsmann nicht mehr, Digga. Der, ist auch schön. Der Witz ist ausgelutscht. Cringe, wenn ich in 3 drin ist. Cringe. Die Map trollt mich gerade, Real Talk. Ja. Oh. War aber knapp, war aber knapp. In 8. Easy. Easy, hä? 8. So, jetzt wird der Mund aufgemacht. Ach. Ach. Oh mein Gott. Warte. Reden wir nicht drüber. Hier sind überall Kugeln. Look at that butt. Oh my gosh. Digga. Der Mapbauer mag aber auch keine Menschen. Ich bin so fröhlich, so fröhlich. Digga, was war mit die Map ist schön gebaut, Digga? Cringe, wenn ich in 3 ist doch voll schön mit so Natur und Bäumen und kleinen Parks. Also, ist Andres Runde heute, ne? Yeah. Digga, André macht alles in 3. Den juckt gar nicht. Egal, wie eklig die Map ist. True. Oha, Digga, wo willst du hin? André ist auch inzwischen, müsst ihr euch vorstellen, Leute, einer der einzigen Leute, die Bock auf Golfit-Aufnahmen haben. Freiwillig. Ich schwör, das bockt. So. Ja, kann auch noch, oder? Ich hab auch nochmal Bock auf Golfit, ey. Okay, krass. Ja, oder man nicht. Verständlich. Ja, naja, aber guck mal, das Ding ist halt, man braucht einen bestimmten IQ-Wert. So, und wenn man den nicht spielt, dann mag man den nicht. Kalle, ich wollte gerade sagen, Kalle hat den auch nicht, aber spielt trotzdem gerne. Genau. Und natürlich spiele ich das Spiel sehr gerne und das mache ich nicht nur wegen den Klicks. Und so, bitte lasst ein Like da. Ich mache nicht wegen den Klicks, lasst ein Like da. Komm, ich mache jetzt noch ein bisschen, ich mache jetzt einen Trick. Oh, hier ist so eine Sandkuhle. Wird man zurückdepet, wenn man hier ist? Wenn nicht, dann habe ich durchgespielt. Aber ich kann das aber auch nicht, dass Kalle spielt nur wie ein Rentner, ne? Nur Safe-Dinger und das kann ich auch nicht. Hey, ich bin gerade across the map geflogen. So. Was für wie ein Rentner?
bin gerade straight quer drüber. Okay, sorry. Gesundheit, mein Freund. Danke. Einfach so ein Kampfschrei. Ah! Ja, mein Hals ist fast weggeplatzt. Hätte ich das mit meinem Hals nicht gemacht, wäre meine Nase wahrscheinlich gebrochen. Deswegen musste ich entscheiden. Wild einfach Nase brechen. Digga, ich stelle mir das gerade bildlich vor so einem Krankenhaus. Wie haben sie sich die Nase gebrochen? Hä? Wieso spawnt Kalle immer woanders, Digga? Digga, weil ich besonders bin. True. Ich bin besonders. Ist das falsche Loch gewesen, Jungs? Nein. Und Kalle wieder hier den Rentnerweg unterwegs. Das für Rentner, ich springe über Dings, Pyramide. Und bin drüben gekommen. Easy. Wo seid ihr denn überhaupt? Bin drüben gekommen. Ist so. Zähl mich auch, bin drüben. Nice. Bin auch drüben gekommen. Ja. Leute, wie würdet ihr das aussprechen? Ich sag drüben gekommen. Bin rübergekommen, Bro. Ja, du sagst auch Bonbon, Digga, also. Hä? Nein! Er sagt Bonbon, ich schwör. Ich sag nicht Bonbon. Bonbon. Ja, du sagst Bonbon, Bonbon mit Doppel-M. Digga, Leute, ich mach mich kaputt. Warte mal. Bonbon. Ja, doch, Bonbon. Bonbons. Hä? Bonbon. Lass einfach gut sein, Kalle. Alles gut. Du bist genau wie der eine mit Bonbon. Ich esse ein Bonbon, manchmal zwei Bonbon. Wie heißt also es denn sonst? Bonbon? Mit Doppel-N, also Bonbon. Bonbon. Bonbon, Bonbon, Bonbon. Vom Ding her ist egal, weil beides klingt gleich. Beides klingt scheiße, Digga. Bonbon, Bonbon. Bonbon, Bonbon. Bonbon, Bonbon. Okay, lass aufhören, sonst komme ich in so eine Dings. Unendlichkeitsschleife. Digga, ich bin so schlecht. Cringe, wenn ich in 5 drin ist. Hä? Ich mache anderen Weg. Boah, cleaner Weg. Digga, hä, wie seid ihr da hinge... Oh, hier ist noch ein Weg. Cringe. Meinst du, cleaner wie... Kai, was machst du da? Ich weiß Digga, er spielt nicht. Roleplay-Game auf einmal. Digga, Roleplay. Er warte gerade auf seine Gang. Er ist gerade rot von Dings und von seiner Gruppierung. Ich bin Crips. Yo. Mein Gott, ist da Crips bei Rot. Ich bin Platz. Digga, na, wegen Crips. Ist so wegen Crimson Forest. Er meinte doch nicht Platz, er meinte Flatz. Flatz. Mhm. Digga, in 10 drinne, cringe, wenn ich in 10 ist. Ihr seid in 5, okay. Ah, schon cringe, muss man echt zugeben. Ist so, schon cringe. Und? Wie konnte ich da runter? Es macht gar keinen Sinn. Ich gehe hier lang, perfekter Winkel und fall wieder runter. Ich gehe hier lang, gar kann gar nichts machen. Kann gar nichts passieren, kann ich richtig sehen. Hat gar nichts Sinn gemacht. Machen so. Okay, ich bin in 5 drinne. Cringe, wer im 5 drin ist. Ich bin in 6 drin. Nicht so cringe. 5 drin, ne? Er ist in 10 drin. Ich bin in 7 drin. Er ist in 7 drin. Oh mein Gott. Du bist in 0 drin, Digga. In 7. Hat der André noch einen kleinen Vorsprung gegeben? Ja, aber der war doch stimmt, ja, true. Digga, Milkan und ich sind einfach gleich auf. Schon meinst schade von nicht. Milkan. Doch, sind wir. Du meinst Golfit. Ja, stimmt. Sorry. Schulz. Ich würde sagen. Ich bin aber, ich bin zu crazy drauf momentan. Ich. Inwiefern? Inwiefern? So, ich kann dieses entspannte Spielen nicht. Ich brauche Trickshots. Ich brauche. Bin richtig entspannt, Digga. Echt? Digga. Du brauchst Trickshots? Okay, ich suche zweite Map raus. Oder Halbzeit Map raus. Vielleicht sind da Trickshots. Wenn nicht, dann. Sorry. Ach, ich glaube nicht. Aber ich will ja nicht jinxen, nee. Mann. Verdammt. Ist so. Erst ist immer gut. Obwohl, ja doch, stimmt. Also wir brauchen nicht mal eine zweite, guck mal, wie lange wir brauchen. Wir sind seit 10 Minuten dran und haben 13 Löcher. Die Hälfte, ja. Hä? Ja, das geht nicht. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Die Hälfte von 18 ist 9, ein bisschen mehr als die Hälfte, ja. Und der Mathe-Profi. Warum drücke ich F, ich Vogel? Na, egal, bin trotzdem drin. In 4. Cringe, schwer in 4. Digga. Was ist los mit dir, André? Jetzt mal no joke, übst du privat? Nee, ich spiele einfach super entspannt, wie so ein Rentner-Mode gerade. Ja, ich mach jetzt auch entspannt. Oh. Ist halt todes relax. Okay, komm, wir chillen jetzt auch eine Runde. Oh, Kussi. Ah, chillig. Ich finde das... Ist das nicht aggressiv, mach bei der Map ein bisschen? Was denn? Dass es immer zwei Seiten gibt. Zwei Seiten, um reinzukommen? Ja, das verwirrt irgendwie, ne? Oh, das ist einfach dumm, das ist aber unnötig. Ah, ich bin drin in 5. Der dachte sich halt so, er macht so Schmetterlingseffekt. So beide Seiten sehen gleich aus. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Nee, Mann, wissen wir nicht. Erzähl mal. Also das ist so, Schmetterling hat ja zwei Flügel und jede Seite sieht gleich aus. Hat man in der Grundschule gemalt, so als Mandala, weißt du? Doch, aber wir sag haben was anderes gemalt. Was habt ihr denn gemalt? Ach, Dragon Ball Charaktere. Zum Beispiel. Oder malen nach Zahlen, Mann. Boah, nee, so. Malen nach Zahlen war immer wild. Ich hab immer andere Farben genommen. So krass war ich. Ho! Digga, was ist das? Komm, lass mal eine Map bauen, die einfach immer ekliger wird. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich kann das doch gar nicht. Kalle, Digga, bitte, Digga. Ja, das sind Pyramiden. Nein. Hast du nur aus andere Farben benutzt? Er war ein Bad Boy. Alles ist gut, Mirkan. Alles ist gut. Und? Digga, was? Normale Menschen. Ich war heute im Schwimmbad und bin die Rutsche mit meinem Bauch runtergegangen. Boah. Hast du Rutschverbot bekommen? Sei ehrlich. Nein. Ich bin letztes Mal vom Ben... Wie nennt man das nochmal? Bensprung. Vom Sprungbrett. Vom Beckenrand. Mhm. Nein, ey! Yeah. Bro, aber das ist auf, verboten. Digga. Sag doch sowas nicht. Das darfst du nicht. Hab sogar noch eine Arschbombe gemacht. Nein, okay, das reicht. Das langt. Hat's Digga, am Ende sagt er noch, der ist im Beckenrand gerannt. Oh. Mhm. Digga, das G in andere ist für Gangster. Für G. So. Ja, G ist ja... G ist doch Gangster. Echt? Nein. G ist G, das ist ein Wort. Wofür steht G? G. G steht für Gönnung. Oha. G ist für den... Gönner-Lifestyle, den man hat. Ich sag nicht, wofür G noch ist. Meinst du G-Strich? Genau. Oder meinst du G-Komma? G-Komma. Ich meinte, genau, G-Komma, aber der Bruder von Komma, der rechts von ihm ist. Ah ja. Ah ja. Also G-Gleichzeichen. Digga, geh doch selber, Junge. Hey! G plus minus mal geteilt. Nee, das war zu viel. Ja, Kalle, Bruder, guck mal, Real Talk, ne? Er ist doch schon gebrochen, warum machst du das? Guck mal, nein, scheiß drauf, Bro. Weißt du, ich meine, das ist so dieses... Wie viele Löcher hat die Map, Digga? Achso, die hat noch mehr! Ich dachte, die Map! Okay. Ich bin euch ehrlich, Leute. Andere will noch danach eine Fortnite-Aufnahme machen. Digga, du wirst nicht glücklich, das weißt du, oder? Bitte vernichte ihn in meiner Aufnahme. Mann, Digga, komplett ausziehen, so ist das. Niemals. Unterhose über Kopf ziehen, so wird das. Digga, ich bin Fortnite-Profi. Weil das, wie Kalle immer so sagt, so, na, schaffst du nicht und so. Und er weiß 100%, er kassiert so hart. Ich krieg so hart aufs Maul. Ich hätte auch immer richtig nice, wie er jedes Mal lügt, wenn er sagt, ich bin Profi. Ich bin Profi. Aber er denkt es ja wirklich. Junge, Kalle. Ja. Bro. Ja. Du bist Profi, Fortnite und Golfit. Ja. Ja. Schön, dass es so ist. Ja. Nein. Aber. Guck mal, ein Spiel, worin Kalle echt gut ist, ist dieses Satisfactory. Satisfactory, ja, auf jeden Fall. Pokémon auch, das Minecraft. Das 2000 Stunden drin hat. Kann man in Pokémon gut sein? Ja. Es gibt richtige Turniere in Pokémon. Pokémon ist so grind. Pokémon ist so Taktik auch. Ist echt so. Ja, wenn du weißt, welche Attacke gegen welche ist, dann ist es ja, weißt du? Nee, du musst auch gucken, welche Movesets du drauf machst, Fähigkeiten, beziehungsweise auch Typen. Digga. Wer will in Pokémon gut sein, ist die Frage, Bro. Ich. Kalle. Ich dachte, das wäre auch Fiatli. Digga, komm, geh rein da. Guck, in 4 drinne. Ich bin gut in Golfit. Kalle, weißt du, was ein Profi wärst? Was denn? Mal nach Zahlen, Profi. Aber nur mit anderen Farben. Stimmt nicht, ich fahre über die Linie. Hey, ich weiß. Jetzt war Spaß beiseite. Könnt ihr ausmalen? Natürlich. Na klar, Bro. Ich weiß nicht warum, ob ich dafür zu dumm bin. Ich hab's noch nie geschafft, ein Bild auszumalen, ohne über die Linie zu kommen. Ich hätte mal wieder Bock zu malen, Digga. Ich schwör auf alles. Komm. Einfach so einen Stift nehmen und einfach malen, Digga. Komm, lass einfach Videos drüber machen. Warum? Warum nicht? Warum?
Kalle, du gehst jetzt mal fliegen, Junge. Digga, ja, wieso boah. Bist du like da? Das war gerade wie ein Nachtisch, Digga, der Flug. Er sagte, du gehst fliegen und ich so, Wie als wenn ein Italiener gerade so eine richtig leckere Pasta reinbeißt, Digga. So, Oha, das war clean. Wie wer? Wie MVKs Schläge, bevor er mich gleich schlägt, Digga. Oh, Jungs. Hä? Bug. Das war weird. Linke Maustaste, ich setz mich aufrecht hin, Digga, ich zieh nach hinten. Was geht, Jungs? Alles gut. Mal, heute echt alle gehen sogar an die Mitte, nicht mal in die Mitte, Digga. Das ist schon ehrenlos. Hä? Was war das für ein Trick? Ja. Bigger Bug. Ich mache jetzt auch keine Trickshots mehr, Digga. André spielt jetzt auch wie ein 70-jähriger Bro. Wollt ihr mich heute alle trollen, Digga? Und alle weg mit dir, Digga. Oh, Freunde. Das war doch ein easy win. Oh ja, Mann. Verdammt. Komm, geh durch die Mitte durch. Zeig, was für ein krasser Typ du bist. Normal, Digga. Oh, danke. Bitte, ich hau ihn an. Digga, man kann ihn nicht trollen! Guck mal. Ich bin auch sogar besser als vorher. Danke, Bro. Kein Stress. You're welcome, Matt, aber. Es geht weiter. Ja. Ja, ist das nur eine Endlichkeitsmap oder was? Digga, ist so. Die wird während wir gerade spielen aktiv weitergebaut. Ja, weil so, Trick, muss man da rein? Trickshot nicht macht, ne? Real Talk. Ach, da sind noch mehr Löcher. Da kommt man nicht rein. Also nicht von hier oben, wenn von Anfang an. Wo ist MBK? Wo bist du? Boah, mir kann er die Map gewonnen. Mittleren Loch. Bist du da oben reingekommen, in diesen Berg? Na klar, den Geiter gesagt. Okay, sorry. Bruder, frag mich doch. Ich heiße MBK und ich kaufe mir einen blauen Hakenhanzer. Geil, Mann. Kannst du mir auch erklären, du als MBK? Kannst du den kaufen, Mann. Verdammt, Mann. Da bin ich was Besonderes. So. Ich bin euch ehrlich, Leute. Ja? Ich weiß nicht, wie viele solche. Ah, 24. Schon gut. Bei mir geht die Welt gerade unter. Wie, die Welt geht unter? Ja, ich mach so meinen Kopfhörer ab und die haben dieses Noise-Canceling. Ich höre auf. Ey, ich bin um 3 Uhr nachts. Ich bin um 3 Uhr nachts davon wach geworden auch, ne? Was ist denn das? Ist das Unwetter oder was soll das sein? Nee, das ist Eiswagen fährt gegen andere Autos bei mir in der Straße. Kann doch sein, Digga. Kann ich riechen, was er meint? Vielleicht noch mal runter. Also wenn ich ein IQ von 10 hat, du Spaß. Er macht Licht und so. Bruder, was soll denn passieren? Keine Ahnung. Nachbarn feiern Rave und das so. Ja, Digga. Ja, für GTA 6 auf einmal draußen. Stimmt. Fortnite Battle Royale, 100 Leute sind gelandet. Alle sind gerüftet, Digga. Ja, was weiß ich denn? Aber Leute, das war's mit dem Video. Wir haben genug. Ich hab keinen Bock mehr auf Golf. Schaut André und die Jungs vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao.